fahr nur alte Karren, will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel. Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was sie da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. Ja, willkommen in Zagreb. Ja, laufen wir mal eine Runde durch Zagreb. Und worum geht's in diesem Video? Um einen Betrüger. Und zwar, wie soll ich das ausdrücken? Es gab vor einiger Zeit, sagen wir mal, eine etwas dunkle Zeit in Deutschland. Voll mit Missverständnissen, Falschentscheidungen, Fehlentscheidungen, Fehlinterpretationen und viel Hass und Hetze. Sagen wir es mal so. Ja, und da hat sich der Kollege gedacht, so von wegen, ich werde mal drauf anspringen und such mal ein paar Idioten, die auf meinen Schwachsinn reinfallen. Der Mann betreibt eine Kfz-Werkstatt und hat sich wohl gedacht, so von wegen, es gibt bestimmt ganz viele doofe Menschen, die zu Verschwörungstheorien neigen. Und denen kann ich die Story von Elute erzählen und damit Geld verdienen. Das wäre doch praktisch. Ja, sowas kann ich überhaupt nicht leiden. Und deswegen geht es heute mal um einen Betrüger der Extraklasse. Ja, willkommen bei uns in der Werkstatt. Heute nochmal aus unserem Laden. Und zwar haben wir da eine ganz tolle Geschichte heute gehabt. Da kam ein Autofahrer. Wie immer, ne? Der hatte ein Toyota Verso. Und zwar war das bei dem Kunden so, der war in Düren unterwegs und die hatten Ausgangssperre ab 21 Uhr. Ist ja soweit so gut erstmal noch nicht so schlimm. Gemeldet war der aber in unsere Gegend. Das ist natürlich fast 200 Kilometer weiter weg. Jetzt kriegte der ein Schreiben vom Amt aus Düren und zeigte mir das und sagte, du guck, lies mal durch, ich muss 500 Euro Strafe bezahlen. Ich sage, ja, für was? Ja, sagte, ich war nach 21 Uhr mit meinem PKW noch unterwegs da, mich hat keiner angehalten. Ich sage, ja, wenn ich keiner anhält, dann brauchst du nicht bezahlen. Doch, sagte, jetzt kommt's, ne? Der hat ein Schreiben gekriegt, weil er noch nach 21 Uhr in Düren unterwegs war. Jetzt fragt man sich, wie kommt das zustande? Wie funktioniert das? Wie geht das? Das kann ich erklären. Wir sind dann nachher dahinter gekommen, wie das funktioniert. Seit 2012 ungefähr, 11, 12, alle PKWs, die ein Navigationssystem verbaut haben, haben ein kleines Modul drin, wo der Autohersteller die Daten vom Fahrzeug abrufen kann. Das heißt, der ruft ab, Fahrverhalten, Spritverbrauch, das ganze Umfeld vom Fahrzeug, hat er Fehler, hat er keine Fehler, wie auch immer. Jedenfalls kann der das komplette Bewegungsprofil, kann der Hersteller nachvollziehen. Was natürlich so in der Form kompletter Humbug ist. Dieses Modul gibt es nicht. In unserem Fall war das so, dass sie den abends nach 21 Uhr in Düren ausfindig gemacht haben über eine Drittfirma. Das heißt, das ist eine Firma, die erhebt die Daten und meldet das Amt. Du, hör mal, hier haben wir einen, der kommt nicht aus Düren, der kommt aus einer anderen Region oder aus einem anderen Bundesland. Da müssen wir mal kontrollieren. Ich denke, es ist überflüssig zu erwähnen, dass es diese Firma, die Behörden kontaktiert, auch nicht gibt. Kommt es jetzt zustande? Jedes Fahrzeug hat eine Fahrgestellnummer. Anhand der Fahrgestellnummer haben die über das KBA, wie auch immer, das Kennzeichen rausgekriegt. Unter gar keinen Umständen ist das Kennzeichen gesehen worden und darüber der Halter ermittelt worden. Nein, das ist Blödsinn. Dann wurde das Straßenverkehrsamt informiert.
Ja, und da ist ja logisch, wer das Kennzeichen, ne, ist auch der Halter. Ganz klare Sache. Also hatten die über das Straßenverkehrsamt den Halter. Jetzt haben die den angeschrieben, er sollte doch nachweisen, was er doch nach 21 Uhr in Düren macht. Der Kunde sagte zu mir, ja, das ist ein Pekschreiben, da habe ich auch nicht drauf reagiert. Wer will das wissen? Woher wollen die das wissen? Ich sage, ja, so einfach ist das nicht. Dann ist es so passiert, dass er von Düren ein Schreiben bekommen hat, dass er 500 Euro Geldstrafe bezahlen soll, weil er dann nach 21 Uhr unterwegs ist. Hat er nicht darauf reagiert. Und jedenfalls kam er dann heute zu uns. Und ich sage, ja, das ist so. Das ist möglich. Dass die Daten auslesen können. Und dann sich die Daten oder diese Daten, die die Drittfirma ausliest, an das Straßenverkehrsamt weitergibt. Und das Straßenverkehrsamt übermittelt dann diese Daten ans Ordnungsamt oder je nachdem, welches Amt das haben will. Das Problem ist nur, ohne Sendeeinheit wird da gar nichts übertragen. Aber da hat er bestimmt noch eine ganz, ganz, ganz tolle technische Errungenschaft auf Lager. Und dann kann man natürlich über das Ordnungsamt, wie es bei ihm war, dann eine Strafe erlassen. Das ist so. Jetzt sagt er, was kann man dagegen tun? Ich sage, ja, man kann dagegen was machen. Ja, die Methode, ja, gib mir Geld. Ich baue dann ein Gerät aus, was in deinem Auto gar nicht drin war und zeige dir das dann. Und weil du so blöd bist, zahlst du dann dafür. Da gibt es in diesem Fahrzeug oder generell ab Baujahr 2012, wenn das Original-Navi verbaut ist, gibt es ein Modul. Das ist im Fahrzeug verbaut und das überwacht den Autofahrer. Das soll man nicht für möglich halten, das ist wirklich so. In dem Fall von dem Kunden, von dem Toyota, haben wir da mal tiefer nachgeforscht. Und das ganze Gerät heißt WLTP. WLTP heißt übrigens Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure. Meine Fresse, was ein Wort. Ja, das ist einfach nur ein Testverfahren, das ist kein Gerät. Heißt das System. Wir haben das System denn gefunden. Jetzt soll man nicht, fällt mir eigentlich fast vom Glauben. Das sieht so aus. Dann will ich das mal zeigen. Das ist ein kleiner schwarzer Kasten. Der ist tief hinterm Armaturenbrett verbaut. Also da muss man schon ein bisschen Fachwissen haben, um da ranzukommen. Das ist gar nicht so einfach zu finden. Ja, da muss man wirklich einiges an Fachwissen haben, um eine Bedieneinheit für ein Smart Home in einem Auto zu finden. Also so viel Fachwissen, also das muss man schon haben. Also ohne Fachwissen findet man sowas überhaupt nicht. Jedenfalls nicht in einem Auto. Jetzt haben wir das gefunden, anhand von verschiedenen Testern. Ein bisschen Lektüre gelesen, kann man nachlesen. Wenn man nähere Informationen haben möchte über dieses System, dann kann man auf die Seite vom ADAC oder von Autobild. Da ist das, da braucht man nur mal so im Internet eingeben, Überwachung von PKW oder wie auch immer, findet man sofort. Kommt man sofort auf den Seiten, dann kann man das nochmal detailliert nachlesen, was ich jetzt hier erzähle. Jedenfalls haben wir das bei dem Kunden gefunden und haben das ausgebaut. Jetzt ist es so, dass man ja Sicherheitssysteme nicht lahmlegen darf. Das darf man nicht machen, das machen wir auch nicht. Das heißt zum Beispiel ein SOS-System. Ja, nur blöd, dass das SOS-System das einzige ist, was ein Auto orten könnte. Ja, wie blöd. Oder wenn der Kunde einen Unfall hat, dann wird er automatisch einen Notruf abgesetzt. Das darf man nicht stilllegen und wir machen das auch nicht. Aber das hier, das darf man. Man kann dieses Modul ausbauen, man überbrückt das dann und damit wird nicht eine Datei oder Daten werden weitergegeben. Was aber irgendwie blöd ist, wie kriege ich denn jetzt die Jalousien in meinem Auto runter oder die Heizung an oder das Licht an und aus, ohne das Gerät da drin? Wie gesagt, das ist ein Empfänger bzw. ein Steuermodul von einem Smart Home. Das war noch nie in einem Auto eingebaut. Das ist ja nicht nur, dass der Fahrer überwacht wird. Das ganze Fahrverhalten. Wie viel Sprit braucht der? Wie stark bremst der? Bremst er oft? Fährt er zu schnell? Das sind alles so, es ist ein Fahrverhalten, was von dem Fahrer aufgezeichnet wird und was auch ausgewertet werden kann. Nur in dem Fall haben sie natürlich was ganz anderes ausgewertet, womit keiner gerechnet hat.
Jedenfalls haben wir das Teil ausgebaut und haben das mal geguckt, was da so drin ist. Das ist ja schon recht ordentlich. Ich muss dazu sagen, dieses Teil ist nicht groß. Es ist sehr klein. Ich kann mal die Abmaße sagen. Das ist 6 cm lang. Das ist nur 3 cm hoch. Und in der Tiefe sind das nur 1,8 cm. Also es ist sehr klein. Es ist nicht sehr groß. Aber was drin steckt. Und tata, hier sieht man dieses komplette Modul. Das ist praktisch die Klappe von hinten. Das ist dieses komplette Modul, was die Daten an irgendeiner Drittfirma, die einen Vertrag hat mit einem Ordnungsamt, Straßenverkehrsamt, wie auch immer, senden tut. Und anhand dieses Teil kann man jeden Autofahrer lokalisieren. Nein, doch. Überflüssig zu erwähnen, dass A, 2010 oder sowas in der Richtung solche riesigen Kondensatoren überhaupt nicht mehr verwendet wurden, geschweige denn in Mikroelektronik. Und zweitens, ich verlinke euch das Video unten drunter, gönnt euch bitte selber diesen Auflauf an Vollpfosten, die sich da gegenseitig heiß reden. Kommentiert am besten gar nicht, wird eh nix. Das ist egal, ob das jetzt Toyota, Mercedes, VW, Seat, Skoda, wie sie alle heißen. Diese haben das Modul verbaut. Viele wissen das gar nicht. Viele kaufen... Ja, das ist das Gerät von der Firma Tuya. Das er da in der Hand hat, ist so ein bisschen älter. Keine Ahnung, aus welcher Villa er da draus geholt hat. Auf jeden Fall, so sehen die Dinger aus. Das sind Smart-Home-Module. Ja. Natürlich bietet er an, im Verlauf des weiteren Videos, die Leute können zu ihm kommen und dann baut er die Module aus und ja, zu Deutsch, mit dem Auto passiert überhaupt nichts, er baut gar nichts aus, hat wahrscheinlich irgendwie noch so ein paar Module irgendwo in der Ecke liegen, weil die ja mittlerweile, wie gesagt, veraltet sind und wahrscheinlich nicht mehr kompatibel mit den neuen Smart Home Geräten. Ja, das ist ein waschechter Betrüger und der Mann repariert heute noch Autos. Der betreibt immer noch im Raum Berlin eine Autowerkstatt. Das ist... Ich weiß nicht, ob ich dem Menschen so wirklich mein Auto anvertrauen möchte. Der erfindet wahrscheinlich spontan, was weiß ich, irgendwelche Sachen. Und dann stehst du da mit ohne Geld hinterher. Das ist übel. Wirklich übel. Ich wollte euch teilhaben lassen. Mir ist das Video zugesendet worden. Da kommt auch noch eins. Das sind auch solche Leute, die LKWs verfolgen mit rumänischen Überführungskennzeichen und denken, die Amerikaner liefern Waffen an irgendwelche Demonstranten, weil sie die Überführungskennzeichen nicht kennen. Aber das ist alles sehr schwierig. Also ich habe ein paar Videos gekriegt. Wenn ihr Lust drauf habt, ja. Mache ich gerne, das Video. Haut's unten in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren. Ich gehe jetzt noch eine Runde und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das ist mal eine andere Form von Video. Ich bin auch noch etwas verwirrt von dem Spinner da. Also, aua. Bis zum nächsten Mal. Ist ja auch egal, ich geb Gas und hab Spaß, während ihr noch ganz brav eure Raten abbezahlt. Wenn mir alles auf den Sack geht, steig ich in mein Auto ein, cruise ne Runde um den Block, bis die Sonne wieder scheint. Ich find Oldtimer geil, original oder frisiert. Oldtimer fair.